Willkommen zurück zum besten Spiel der Welt. Kann man es noch so benennen? Ark, was meinst du, Quenny? Kann man das noch als das beste Spiel der Welt betiteln? Was ist hier passiert? Wo sind die ganzen Dinos hin? Wo ist der Spino? Wo sind die Kanos? Wo ist der Stego? Was hast du gemacht? Quenny, klär uns bitte auf. Was ist hier passiert? Ich möchte nicht, ich kann es nicht, ich möchte nicht darüber reden. Quenny, komm her, komm her. Nein, du musst, spül die Trauer nochmal hoch. Spül die Trauer nochmal für YouTube hoch. Es geht. Komm schon, du bist drin, sehr gut, sehr gut. Und jetzt lass es einfach raus. Was ist hier passiert, Quenny? Erzähl's uns. Und so ein blödes Arschloch hat uns alles weggetötet. Mit einem. Ein einziger Spieler auf einem scheiß Vogel. Ein Vogel hat alles getötet. Zweimal auf den Spino tot. Der OP-Vogel. Selbst die Schildkröte zweimal zugestochen tot. Er hat wirklich alles weggeholt. Er hat selbst hier die ganzen Häuser, die wir hier aufgebaut hatten, alles weg, alles zerstört. Die Wasserleitung, alles weg. Er hat wirklich alles weggemetzelt. Jeder Dino, der da drin stand, war innerhalb von 2 Minuten tot. Er hat sogar deine Dodos getötet. Selbst die Dodos, selbst Dodos. Ich meine, wie krank muss man sein? Ja, wie krank muss man sein, wenn man einen kleinen Dodo namens Frühstück, ja, einfach umbringt? Wie krank muss man sein, wenn man auf Dodos losgeht? Es war wirklich... Es war wirklich... Das ging so ratzfatz. Ein Typ auf einem Vogel hat in nicht einmal eine Minute hat es gedauert. Waren alle Tiere im Gehege. Also es war wirklich... Tod und Elend war der, ja. Wir konnten ja nicht mal was retten, weil der hat uns einfach hochgehoben, ist nach oben geflogen, runtergeworfen, fertig. Wir konnten dem nicht mal Schaden machen. Der war komplett immun gegen alles. Das Vieh war so stark. Und heute Morgen habe ich mich auch noch mit einem anderen Spieler hier vom Server ein bisschen unterhalten. Und der hatte einen T-Rex Level 48 und hat gemeint, der T-Rex dreimal zugestochen mit dem Vogel. Der T-Rex war am Ende tot. Der hat auch bei denen alles zerstört. Der ist gestern einmal über den Server hier hinweggeflogen, hat wirklich alles weggeholt. Alles. Ich habe mit der Pumpgun draufgeschossen, es ist alles sinnlos. Man sieht ja, hier ist keine Liebe mehr. Hier ist keine Freude mehr. Lachende, tanzende Dinos, die Ball spielen hier unten am Teich. Nichts mehr. Alle haben sich verpieselt. Eine Nichts Schildkröte mehr. Ist hier, zwei Schildkröten. Und ein Schwein, das nicht genau weiß, was Sache ist. Das hat alles nichts mitbekommen. Aber es war wirklich, also, die lachenden Dinos. Hier wächst. Hier ist alles weg, Leute. Alles ist hier weg. Hier wächst nichts mehr nach. Selbst die Steine sind weniger geworden. Selbst Steine haben gesagt, nee, also in der Gegend, die Nachbarschaft ist mir zu wild. Wunder, dass der Fluss noch nicht ausgetrocknet ist hier. Ja, ich glaube, das ist ein bisschen kleiner geworden. Die Träume vom FKK dahin. Der Vogel hat einen Schluck genommen und der Fluss war weg. Wir haben wirklich gestern verzweifelt. Das war kein Kampf, es war einfach nur Rennen. Ihr müsst es euch so vorstellen, Vulkan bricht aus und du rennst. Ja, du kannst nichts machen. Wenn die Lava über dich hinweg läuft, dann bist du erledigt. Und wir haben da gerade noch so mit Ach und Krach die Säbelzahntiger retten können. Und ja, hier die Hauptbasis, die sieht ganz gut aus. Er ist hier so vorne von oben reingekommen. Da waren hier noch keine Spikes und auch noch keine Überdachung. Und der hat hier wirklich... der hat den Spike hier rausgehoben und der war hier vielleicht 30 Sekunden drin, der hat schon die halbe Wand hier weggerissen und hier vorne auch alles aufgerissen. Da, wo jetzt alles so ein bisschen dunkler ist, da war alles weg. Ja, das war alles, dieses Damage einfach durchs Herumfliegen hat schon die ganzen Wände zerstört. Das war... Das Einzige, was standgehalten hat, waren die Spikes. Also die Spikes, da kam man nicht ran und deswegen konnten wir wirklich mit Ach und Krach hier die letzten Dodos, Dildos und Säbelzahntiger retten. Das ist alles, was wir noch haben. Eisenklaue im Dschungel gefunden. Spike, der hier leider nicht mehr rauskommt. Ich habe keine Ahnung, wie ich ihn reinbekommen habe. Ich war gestern so Angstschweiß gebadet, da ist er irgendwie hier an der Seite durchgeflutscht. Der hat ja sogar Spike hochgehoben. Der hat den hochgehoben, ja. Das können ja jetzt diese komischen Viecher seit dem letzten Patch. Die konnten ja vorher nicht greifen. Jetzt können sie greifen und hochheben. Wir müssen noch warten bis zum nächsten Patch, weil im Moment sind die so, dass die sogar riesige, schwere Dinos hochheben können. Das ist. Ich meine, Spike wiegt ja sau viel und der hat ihn einfach gepackt, zack, weg. Ja, das ist derzeit auch ein Bug. Das wird nicht zum anderen Gewicht dazu gerechnet. Und auch so Leute wie der Stego, der wirklich 1600 Leben oder sowas hatte, ja, und Level 30 oder sowas schon war.
War kein Problem. Ja, wenn T-Rex schon mehrere tausend HP hat, ist einfach drei Peaks weg. Also es war wirklich Wahnsinn. Der hat da so viel zerstört. Wir sind auch ein bisschen demotiviert. Also es hat auch ein bisschen was von uns zerstört. Und das Verrückte ist... Flöten gegangen, ja. Ich hatte da hinten gerade den Mammut fertig, ne? Und ich dachte mir, ich hab's ja gesehen. Ich hab ja dieses Massaker gesehen und dachte mir, oh, vielleicht kann ich den Mammut irgendwie in den Wäldern retten. Nee, natürlich nicht. Der kam direkt auf mich zugeflogen. Oh, hast du gerade einen Mammut gemacht? Bam! Wo ist dein Mammut, du Wichser? Und dann kam er später wieder, ja, das muss man sich mal auch die Persönlichkeit dieses Wahnsinnigen reinziehen. Er kam später wieder und hat uns dann gesagt so, als wir gesagt haben, ja komm, wir wollen kämpfen, wir nehmen Granaten, los, heb uns auf und so, hat er gesagt, na, nee, ist mir jetzt zu langweilig. Hat ein bisschen Fleisch und Hide runtergeworfen, hat gesagt, ja, hier, baut euch was auf, dann komme ich morgen wieder. Ja, 10. So, paar Dinos. Und dann hat er noch so gesagt, ey, ihr braucht unbedingt auch so einen Vogel. Ich zerstöre jetzt mal den ganzen Server. Bis später. Da habe ich auch nur gedacht, Alter, was bist du für ein Arschloch. Aber wir wissen, wie der Tribe heißt. Die Aufgabe ist jetzt erst einmal hier etwas wieder zu korrigieren. Ja, wir müssen erstmal das Dino-Gehege, wir brauchen Dino-Gehege mit Spikes. Weil sonst müssen wir gar kein Vieh zähmen, das ein bisschen größer ist, was wir da drüben nicht mehr reinbekommen. Wir müssen zuerst das Gehege komplett absichern, bevor wir wieder gelb, was da hinten ist gelb, da hinten ist gelb. Hol mal da hinten das Gelbe. Das ist direkt hier vorne. Ja, wir sind ganz schön mitgenommen. Also es war wirklich wow. Sowas habe ich noch nie gesehen. Ja, es war Wahnsinn. Ich meine, klar, das ist PvP. Natürlich verliert man Dinos. Ist ja gar kein Thema. Aber das, weißt du hast ja gar keine Chance. Du hast ja wirklich gar keine Chance. Du kannst ja nicht mal sagen, hey, Bro, ich habe hier einen T-Rex Level 50. Wenn du mir zu nahe kommst, beiße ich deinen Vogel runter. Was realistisch wäre. Nein, der Vogel kackt deinen T-Rex an. Feierabend. Ich gucke ihn einmal an, deinen T-Rex. Was interessiert dir mich? Nee, das interessiert den überhaupt nicht. Der Spino war ja auch in zwei Bissen weg, also von daher. Und der Spino hatte 1800 HP. Ja, das mit dem Vogel müssen sie unbedingt hier ein bisschen... Ah, ich habe drei Wooden Seelings hier drin, okay. Na, ist gut. Tja, neu organisieren und dann finden, zurückschlagen. Wir brauchen auch Vögel. Wir brauchen ja, Vögel. Ja, aber dazu müssen wir erst leveln. Wir brauchen diese Drecksvögel. Die kannst du nicht mal betäuben, weil die irgendwie total resistent sind gegen Narcotics. Ich meine, ich habe dem Ding 16 Pfeile reingebombt. War ihm egal. War ihm einfach egal. Er hat einfach gesagt, ja. Hebt er dich sowieso hoch und... Feierabend. Also das Mistvieh. Ich will auch so eins haben. Dann gehe ich rüber und ich zerstöre alles. Haben, ich nehme mir Zeit. Runtergepatcht. Ich nehme mir Zeit und reiß da wirklich alles ab. Ich nehme jeden Schrank und pulverisiere ihn. Wenn du wirst hinkommen, dann... Da ist einfach nur Gras. Die werden sich denken, die sind auf dem falschen Server, weil hier absolut nichts mehr steht. Ja. Ja. So wird's sein. Haben wir uns richtig eingeloggt? Hier ist nämlich gar nichts. Hier ist nichts. Nicht mal Spuren. Einfach nichts. Nur ein riesiger... Irgendjemand hat hier hingekackt mitten aufs Feld. Ich wüsste gar nicht, dass so große Scheiße im Spiel vorhanden ist. Neue Texturen werden wir programmieren von Kacke. Kanosattel, naja. Egal, nimm mit. Kanosattel können wir immer brauchen. Wir hatten ja nur einen. So, wie viele brauchen wir denn von diesen... Ich bin überlastet. Jesus Christ. Pillar. Das ist eine gute Frage. Wir müssen jetzt mal einen aufstellen in der Mitte, oder? Dann gehe ich mal hin. Ich glaube, das ist so ein kleiner und dann mehrere übereinander stapeln. Braucht man nicht sogar immer vier oder sowas? Also, dass es so eine Säule wird? Ich glaube, das ist ja nur ein Feld. Weißt du, wie ich meine? Ja, aber... Wir müssen wie viel ist das? 80? Na, ich glaube 40. Warte mal, ich schau. 40. Und ich habe jetzt 6. Aber wir brauchen ja im Grunde nur eine Säule in der Mitte. Ja, wir wollten ja auch nur 3 Reihen jetzt hochmachen, oder? Weil sonst schwebt wir der brauchen Vogel eh, und wir brauchen eh ein zweites Gehege, früher oder später, mit dem großen Gate. Mammut geht nicht rein, T-Rex geht nicht rein, Spino war ein Bug, geht regulär normalerweise auch nicht rein, Langhals garantiert nicht rein. Das Größte, was wir da reinkriegen, ist, glaube ich, der Stego. Ja. Dann ist Ende. Mehr ist nicht möglich. Deswegen würde ich jetzt sagen, wir lassen das jetzt so, machen 3 Reihen
und sparen uns auf der rechten Seite den Platz und erweitern dann später irgendwann mal da mit dem neuen Gate, das man mit 55 oder 60 bekommt. Ja, wenn wir dann genug Ressourcen haben, um das zu erweitern. Alles ich glaube, wir können uns gar nicht leisten, abzureißen, craften und suchen, weil in der Zwischenzeit kann einer kommen mit einem Vogel und dann ist wieder alles offen. Das stimmt, und ich kriege irgendwie das Gate nicht zu. Keine Ahnung warum. Oh, ich bin so schwer. Wo ist hin? Komme ich da überhaupt hin, die obere Wall zu demolieren? Nein, jetzt habe ich nur noch zwei. Toll. Nun, wenn du springst und du hast das E geklickt halten, glaub, dann spreit. Ja, ich komme aber nur ans Dritte. Ich komme nur ans Dritte. Ja, dann müssen wir vom Dritten rüber bauen, anfangen und dann eine Leiter hoch oder so. Warte mal, sind das jetzt vier, oder? Was wir da haben? Eins, zwei. Haben wir so viele Walls gehabt? Die ganze Reihe hier schon mit vier? Ein Sap hat hier mittel noch ein bisschen weitergebaut, ja. Weil ich weiß, dass ich die hintere zugemacht habe. Na shit. Okay. Das heißt, wir müssen abreißen, bauen. Wir müssen so viel. Wir haben so viel zu tun. Wir haben erschreckend viel zu tun. Und jeder, der jetzt sagt, ja, baut doch einfach Metal. Baut doch einfach. Ja, warum seid ihr denn so blöd? Mein Tribe, der hat einen ganzen Fluss mit Metal zugebaut. Wir haben Aliens. Wir haben Raumschiffe gebaut, sind so andere Planeten. Wir spielen Tribe Worlds und ihr Ark Worlds und ihr spielt immer noch das normale Ark? Ah, wenn ich komme da nicht hin, da reiße ich einfach zu viel ab. Ich habe es eben gerade mal hier. Mehrere tausend Metal um hier versucht, aber das geht nicht. Da reiße ich alles weg. Wie alles weg? Was meinst du? Hier, wenn ich das korrigiere auf die Reihen, dann müssen wir wirklich ein Ding bauen, denn ich kann nicht so hoch springen. Also hier, das ist jetzt 3. Das hier ist jetzt 3. Aber das vierte, da, ich komme immer nur höchstens anscheinend ans dritte hin. Selbst wenn ich E gedrückt halte. Und ich probiere es hier nochmal ganz gut. Jetzt habe ich das getroffen. Ey, das ist so ungenau. Nee, das wird so nix. Da müssen wir dann mit einer Leiter irgendwie arbeiten. Ja, ja. Also ab der dritten einfach zum Anfang zumachen. Vielleicht kann man dann mit der Leiter hoch und dann die oberste. Ja, ja, wir müssen. Also die Säule müssten wir hier irgendwie in die Mitte stellen, ne? Hier so. Ja, du kannst hier nur zwei. Ceilings machen und dann ist es schon Ende. Also bräuchten wir ja viel mehr Säulen, oder? Man kann nur zwei Ceilings machen. Aber ich weiß, kannst du nur zwei Ceilings, dann ist Ende. Dann bräuchtest du schon eine Säule, dann wieder zwei und das ist, werden ja ganz schön viele. Oh Gott! Ich hasse alles. Schon, und dann ist auch kein Platz. Da kannst du dich jetzt zwischen den ganzen Dingern gar nicht mehr bewegen. Kannst du hier, warte mal, das sind jetzt 1, 2, 3, 4. Das sind 4. Und hier drüben sind es wie viel? 1. Was haben wir hier? Haben wir 3 oder 4? Das sind 3 hier, ne? Was sind das auch 4? Was? Das sind 3. Oder? Ich gehe mal draußen hin, das sieht man besser. Das sind 4, ne? Ja. Also machen wir es 4 hoch. Das andere sind dann 5. 1, 2, 3, 4. Ja, das sind 4. Und das andere sind 5, oder? 1, 2, 3, 4, 5. Ja. Ja. Kann hier gar nicht andocken, oder was? Theoretisch, okay. Ab der dritten. Du kannst ab der dritten nur andocken. Nee, ich versuche hier gerade 1 hinzusetzen. Geht gerade nicht. Das ist wegen den Spikes. Probleme über Probleme. Uff, das wird so beschissen. Uff. Ich reite mal ganz kurz hoch. Was habe ich denn hier? Ist das überhaupt eine Wooden Ceiling? Ich kann sie gar nicht. Hier zum Beispiel ab der dritten. Ne? Lässt er mich nicht. Und wenn du springst? Requires Nearby Foundation Support. Requires Nearby Foundation Support. Moment. Aber. Na, warte mal. Und wenn man. Warte mal, ich gucke mir jetzt mal diesen. Das Ding hier. Das ist ein Problem. Muss es geschlossen sein, damit man andocken kann? Ich habe keine Ahnung. Also hier ist jetzt dieser Pfeiler. Ne, ich kann auch auf der anderen Seite ist rot zum Beispiel. Und wenn ich jetzt hier
einen Pfeiler hinstellen, könntest du dann so ein Ding oben auf den... Ich setz mal einfach einen hin. Ja. So, kannst du hier jetzt irgendwas draufsetzen? Ja, genau in der Mitte halt drüber. Und wenn ich jetzt... Kann ich den Pfeiler höher bauen? Ich versuch's mal, warte. Ich schau jetzt mal, ob ich ihn höher bauen kann. Used Item. Doch, Level Up! Okay, ich kann ihn einmal hier erweitern, ist er so hoch. Das sind jetzt zwei. 54, Halleluja, okay. Kannst du da irgendwas draufsetzen? Wahrscheinlich wieder genau in der Mitte. Ja, genau in der Mitte. Ich meine, ich könnte, ne, immer nur in der, du kannst genau auf die Mitte raufsetzen. Seeling. Also müsste ich jetzt noch eins setzen. Ja, noch ein Ding. Und dann könntest du es wieder in der Mitte machen, oder was? Es ist immer, ja, genau in der. So, jetzt, das wäre die Höhe, die wir brauchen. Und jetzt kannst du es in die Mitte setzen, oder wie? Das wäre zum Beispiel jetzt. Ah, das ist doch so ganz oben. Ist doch ganz oben. So könnte ich setzen. Ja, das wäre doch perfekt. Dann machen wir vier Reihen. Das wären vier Reihen. Ja, aber mit 10.000 Dingen. Aber das geht ja jetzt eine dann rüber, zwei kannst du mal weitersetzen. Können wir das jetzt nicht schließen? Kannst du es hier nicht schließen? Nope. Nope. Es geht nicht. Oh, das wird Wahnsinn. Ist obstructed. Wie sollen wir denn hier was bauen? Wie macht man denn bitte schön überdachtes Gehege dann? Wie soll das gehen? Ich kann zwar daneben anschließen, aber dann braucht man wieder. Aber hier ist jetzt natürlich dicht. Aber ich kann ihn nicht direkt an die Wand hier oben setzen. Ich weiß nicht, ob es wegen dem Spikes ist. Scheiße, das ist ja richtig problematisch. Ja, im Grunde sind wir wieder nahezu bei Null. Wenn der Typ mit dem Vogel heute Abend kommt, holt der eh alles weg. Ich meine, der müsste ja nur mal hier reinfliegen und von innen alles zerpicken. Das könnte er natürlich auch machen, wenn ihm ganz langweilig ist, dann... Ja, ich meine, der hat sich ja auch bei dem anderen Haus da richtig Zeit genommen. Der hat wirklich alles weggeholt. Wenn ihm langweilig ist, könnte der alles zerpicken. Richtig scheiße. Tja, jetzt haben wir ein Riesenproblem. Eigentlich wäre dann das Klügste, gar nichts mehr holen an Dinos. Materialien, das alles abreißen, bunkern. In der Festung durchhalten, bis wir selber Vögel haben, die in den Wäldern geheim hochtrainieren und dann Doppelvogelangriff auf ihn machen, oder? Ich meine, was anderes ergibt doch gar keinen Sinn mehr. Das so kleine... Ja, im Moment könnten wir auch nur sammeln und dann so wie bei meinem Haus da drüben so ein Mini-Ding machen. Aber da geht ja nichts rein. Wo jeder sein eigenes... Naja, das müssten vielleicht mehrere solche kleine Dinge sein. Einfach ja, aber wir kriegen keinen Stego rein. Nee, ich rede jetzt nicht von den Dinos. Du meinst von Ressourcen? Ja. Ja, da geht ja genügend rein, da drüben. Wir können das ja rein theoretisch, könnten wir auch da hinten erweitern. Habe ich mir auch schon überlegt. Wenn wir da hinten das eine aufreißen und das ganze Gehege hier abreißen, weil es anscheinend nahezu wertlos geworden ist. Ich meine, wie willst du das umbauen? Ich meine, wenn wir da alles vollstellen müssen mit Säulen, können wir auch keine Dinos mehr reinkriegen. Ja. Dann ist das Ding ja auch völlig nutzlos. Ja. Alter, dieser Vogel ist unaufhaltbar. Dieser Drecksvogel, ich meine... Das Ding ist, wir bräuchten halt im Moment quasi wäre ein Stego wäre halt gut für, damit wir Bären sammeln, Narkotics etc. Klar, wir brauchen alles andere Stego. Wir sind brauchen früher oder später halt irgendwann auch ein. Ja, das ist ja nicht so das Problem. Die Dinos sind jetzt erstmal nicht so das Problem. So ein Kanu und sowas kriegen wir alles wieder. Im Grunde so ein Kanu und so geht ja fix. Wenn du Prime Meat sammelst, dann ist es nicht so problematisch. Das Beste wäre, wenn man das alles abreißt, die Ressourcen bunkert. Und vielleicht hier noch eine Erweiterung nach hinten macht. Weil hier machen wir nicht so einen großen Schaden. Wenn wir die Reihe hier wegziehen, einfach nur das Stück hier hinten und einfach nach hinten durchziehen bis zu dem Stein hier, dann hätten wir schon mal eine größere Festung und könnten mehr hier drin lagern. Wir müssen das hier erweitern. Weil den Igel, den hat er nicht geknackt. Das ist unser Trumpf, die Igelfestung. Ja, im Moment ist das. Können wir nur die Igelfestung machen, ja. Dann erweitern wir die Igelfestung. Weil da brauchen wir auch nicht so viele Ressourcen. Ich habe genügend Walls schon hergestellt. Wir reißen das hier ab. Diese Viererreihe hier. Ziehen es nach hinten.
und hätten dann hier wenigstens ein bisschen Platz für einen Fuhrpark und setzen zwei Säulen in die Mitte. Das würde funktionieren. Dann können wir nämlich direkt hier anschließen, alles überdachen. Dann könnten wir vielleicht auch den Spike rausholen. Hätten wir den auch. Oh mein Gott. Ja, das wird wohl der Plan sein, hier das zu erweitern. Das zu erweitern. Und dann halt bunkern. Nicht, so bunkern, bunkern, bunkern. Ja, aber wenn du mehrere kleine hast. Ich meine, die gehen ja davon aus, dass in der großen Base die meisten guten Sachen drin sind. Wenn die mehrere kleine haben, dann müssen sie erst ewig Ressourcen auch verbrauchen, um dort reinzukommen. Vielleicht ist dort was Gutes drin, vielleicht ist dort was Gutes drinnen, vielleicht gar nichts drinnen. Weißt du, was ich meine? Ja, natürlich. Mehrere Ablenkungsgebäude auch. Aber wir können keine Tiere und so. Ich würde das trotzdem erweitern. Ich würde es erweitern. Wir können immer noch kleine Dinger hinsetzen. Ist kein Problem. Dann sollten wir beides machen. Ja. Weil im Grunde haben wir ja gar keinen... Wir müssen vor nichts Angst haben, außer vor dem Vogel. Der T-Rex knackt das auch nicht. Wie gesagt, wie ich mich hier eingeloggt habe, hat ein Spino hier angegriffen. Der wollte die Viecher da drinnen töten. Der ist durchgegletscht und ist gestorben. Ja, die Spikes machen Wahnsinnsschaden. Die machen wirklich einen Wahnsinnsschaden. Ich meine, die Spikes haben ja auch Mammut Nummer 1 getötet. Ich habe den einfach... Ja, der war in 2 Sekunden tot. Und der hat ja auch durch die Spikes versucht zu picken. Auch wenn er den Spikes irgendwie 3 Schaden pro Pixer gemacht hat, ja. Konnte er vielleicht 2-mal zupicken, dann muss der weg. Der hätte sich beinahe selber gekillt. Also die Spikes sind das Einzige, was dieses Monster aufhält. Tja, und das ist der Plan jetzt für uns. Hier zu erweitern. Zu verspiken. Ja, den Eagle halt hier ein bisschen erweitern. Ich reiß jetzt da hinten ab. Und dann irgendwann planen, wie wir halt ein großes Gehege bauen, das wir schützen können. Nachdem wir genug Sachen dafür gesammelt haben. Weil mittendrin können wir nicht anfangen zu bauen, sondern erst wenn es... Das macht auch keinen Sinn. Das macht leider auch keinen Sinn. Bei einem Überraschungsding ist wieder alles. Es lohnt sich nichts mehr zu zähmen. Weil wenn der heute Abend wieder kommt und Langeweile hat, dann macht ja auch Spaß hier alles platt. Ja. Es hat keinen Sinn. Oh, vielleicht, was noch vielleicht dann auch möglich wäre, was nicht dumm wäre, wenn wir es erweitern, könnten wir vorne landen mit den Fliegern, den kleinen, weil die dauern ja auch nicht so lange, hätte schon mal Flieger, um hier ein bisschen auch ein bisschen beweglicher wieder zu sein. Das wäre auch noch drin. Zwei, ja, aber wenn du mit dem Flieger rauskommst, kommst du auch mit dem Flieger rein. Der Flieger ist viel kleiner als der Vogel. Der schlitzt sich auf. Außerdem machen die Dinger uns nicht so einen Schaden wie dem Vogel. Hier vorne komme ich mit einem Flieger rein an der Seite, das wette ich. Der kam ja mit dem Adler sogar hier rein. Mit dem Geier. Außerdem kann ich auch mit dem Flieger durchs Tor fliegen. Der passt hier durchs Tor, der Kleine. Ups. Oh, ich bin noch durchgekommen. Ja, also, das Abreißen, Losbauen, Ressourcen hätten wir genug für das da hinten. Dann brauchen wir wieder diese Fence Foundation. Und wir sollten es halt jetzt machen, bevor es Abend wird und die ganzen Spieler kommen. Also, im echten Leben Abend wird. Ja. Echtes Leben gibt's noch. Es gibt ein echtes Leben, ich weiß, du hast davon... Vor allem Bauen, ich weiß nicht mehr. Ich weiß, du hast davon nicht besonders viel Ahnung, aber sowas gibt es noch. Okay, legen wir los. Ja. Alles klar, ich reiß hier ab. Und es geht los. Hier muss man hier reingehen und was ablegen. Uiuiui. So schwer. Wie gesagt, hier sind ja auch noch ein paar Kisten leer, also von daher nicht ganz überzeugt, aber gut. Ja, das kriegen wir schon alles hin. Jetzt entspann dich. Bin nicht entspannt. Das Trauma sitzt so tief. Der Vogel. Ich höre ihn doch, ich höre ihn doch. Keine Sorge. Du bist sicher. So. Also, warte mal. Dann mache ich hier Ceilings draus und Walls direkt. Fackel rausholen. Ah, oh, jetzt wird schon wieder Nacht, oder was? Ich habe keine Fackel dabei. Oh mein Gott.
Es wird schon wieder Nacht, ja. So, das hier muss weg. Wäre halt, ja. Dass es nicht so richtig anschließt, war blöd. Dass wir ein richtiges Dach machen können. Ja, wenn wir jetzt die Säulen machen, müsste es anschließen. Dann müsste es eigentlich gehen. Ja, aber... so einen Säulenstreifen in der Mitte durch. So. Ich mach hier ein paar... Hands Foundation? Eigentlich müssten wir hier drin sein. Ich habe keine Ahnung, aber wir brauchen einige, weil wir ziehen ja, wenn, dann ein bisschen nach hinten durch. Da brauchen wir schon einiges. Und wie sollen wir den neuen Vogel nennen? Sorry. Dann geht wieder die Diskussion los. Jesus, Germwings. Die Schlagwörter sind wieder gefallen. 1 Million Likes. Hat Jesus gesagt. Sind die Fanatiker wieder gemeldet? Naja, es gibt alles Kommentare. Es gibt alles Kommentare. Okay. So, kann ich noch eins bauen? Denn ich bin auch hier wieder voll. Nope. Nope, nope, nope. Black Dynamite. So, verbunden. Oder Bronco. Nimm. Trage Bronco. Ach, fünf. Ja. Ah, es ist so dunkel. Ich brauche erst eine. Ich habe eine. Dings. Komm hinten. Das ist komm auch nach so hinten. Mühsam. Bin ein bisschen schwer gerade. Alles klar, ich reite Black Dynamite mal noch hier rein. Black Dynamite. Super Film. Super Serie. Hast du mal die Animationsserie gesehen? Die ist ja richtig durch. Ich rede ja jetzt von dem Film. Ja, aber die Animationsserie ist richtig geil. Weiß ich nicht. Die musst du hier mal reinziehen. Die ist so gezeichnet ein bisschen wie Afro Samurai. Oh, der war gut, ja. Black so, wenn Dynamite, der jetzt kommt. Ich glaube, ich hat sogar zwei Staffeln. Richtig gut. Nee, der kommt jetzt nicht. Alles klar. Wie können wir das jetzt hier am besten. Na, hier jetzt die Fans von euch nach hinten ziehen, einfach, ne? Würde ich sagen, ja. Warte, ich mache hier nochmal ganz kurz. Ja, ich habe jetzt noch fünf, aber so wurscht. Können wir das? Können wir es hier nach hinten ziehen? Ist das möglich? Ja, hier so nach hinten. Ich kann es so hinsetzen. Ja, und jetzt genau, jetzt nach hinten ziehen. Also ich würde sagen, wir machen es auch richtig groß, bis zum Stein. Oh, ich kann nur jetzt so schräg weiter rüber. Echt? Du kannst nicht einfach gerade nach hinten? Ja, shit, der war schon schräg. Nee. Warte mal, nee, ich mach mal, so. Ich mach mal eine Wall kurz hin. Moment. So wäre das jetzt. Und was wäre dann das andere? Ja, in die Richtung weiter. Du kannst dann wieder abwinkeln dann. Aber das ist doch perfekt. Da drüben. Ja, wir ziehen es ja eh noch eine ganze Weile runter. Wir machen erstmal. So rüber. Ich würde sagen, wir machen. Warte mal. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, hier kann ich so versetzen. 6 nach unten jeweils. Aber jetzt geht's schräg. Ja, gut. Oh, ja, hier geht's ja. Na, warte mal, warte mal, warte mal. Das konnte ich nicht hinsetzen. Ja, ich sehe es, ich sehe es. So, und dann so. Sag mal, haben wir eigentlich noch ein Dino-Gate aus Eisen? Weil wir könnten auch hier ein Dino-Gate hinsetzen. Nope. Ein Holz-Gate haut da zusammen, ne? Ja, Holz. Weil dann könnte man hier nämlich... aber denk mal nach, wenn wir hier ein Dino-Gate hätten, ja? Hier würde ein Spike reingehen. Hier würde ein Spike reingehen. In Stego meine ich. Schon, guck mal, wenn wir hier das Dino-Gate hinsetzen, ja, hier, dann kommt hier einer rein, auch mit der Höhe von... Ja, aber wir brauchen zuerst die Sachen. Daher. Ja, aber ich meine, es wäre nur so eine Notfallslösung, weil die Höhe, da passt ein Spike auf jeden Fall, also ein Stego auf jeden Fall drunter. Das ja, meine ich. Müssen wir jetzt weiterarbeiten, weil wir müssen das jetzt fertig bekommen. Ja, aber wir könnten es schließen mit einem Gate. Wir machen erstmal mit einem Holzgate, weil wir so eins noch haben und tauschen es später mit einem Metallgate aus. Dann hätten wir nämlich die Option, hier auch ein bisschen was Größeres zu lagern. Für den Fall der Fälle. Wäre doch gar nicht so dumm. Ein Stego hier zu bunkern. Oder was meinst du? Wir könnten ja hier ein Holzgate hinsetzen.
und später es dann mit Metall austauschen. Hält mehr aus als eine Wall. Na gut, ja, ihr habt jetzt so einen Lagebericht. Das sieht also wirklich ganz traurig aus. Mitleid. Müssen wir hier die Spikes dann auf und kurz wieder abbauen, damit wir hier die Wände draufsetzen können, oder? Ich hab keine Ahnung, wir werden es alles sehen. Es wird aufwendig. Oh mein Gott, mir wird schlecht. Mitleid in Form von Daumen ist natürlich gerne gesehen, ja. Leidet mit uns, indem ihr uns ein wenig Hoffnung in Form von Bewertungen spendet. Für Bruder Quenny. Oh, oh. Oh, darf ich nicht sagen, oder? Das geht schon wieder so zu sehr christlich. Zu christlich. Ich bin jetzt still. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Wie immer, danke fürs Zusehen. Oh, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Was? Tschüss.